Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect Andromeda. Ich bin's, der Black, und ja, wir haben den Weg nach Meridian gefunden, dachten wir, aber dieses Forschungszentrum. Ja. Jo. Überanstrengen Sie sich nicht. Jemand muss doch dafür sorgen, dass ich hübsch bleibe. So ist es. Auf jeden Fall, wir haben, wie gesagt, diese Reliktstation gefunden, aber sie ist nicht Meridian. Meridian selbst, eine Art Informationssammlung, die wohl alles über die Jordan, oder wie sie hießen, enthält. Meridian selbst war nicht da, wurde wegen einem alten Feind evakuiert. Nun gut, wir haben auch noch ein paar Einsatzteams-Missionen, können wir ja mal reingucken. Da habe ich ewig nicht mehr reingeguckt, muss ich zugeben. Nehmen wir die mal an. So, Romeo, du hier auch, jo. Okay, weißt du was, das machen wir mal ganz schnell. Und dann gehen wir zu Suvi, die uns nämlich gesagt hat, wir sollten mit denen reden. Außerdem haben wir einige E-Mails bekommen, habe ich gelesen. Also die E-Mails noch nicht, aber hier oben stand es halt, ne. So, gucken wir mal. Oh, eine fehlgeschlagene. Na, sowas. Na gut, wir machen das so. Wir nehmen natürlich wieder die Gold-Missionen an. Wir haben da 6 Missionen. Einfach mal so Einsatzteam schicken. Da wird kein... nehmen wir das. Gerade bei den Gold-Missionen ist es nicht unwichtig. Abbrechen. Escape. So, jetzt gucken wir mal. Hier feindliche Dingens. Einsatzteam schicken. 55, 66, 84 nehmen wir dich. So, noch einmal Horchposten errichten, 74. Dann du. Okay, bei den Silbermissionen ist jetzt nicht mehr so wild. Da kann ich einfach nehmen, wer geht. So. Und hier auch. Multiplayer könnten wir theoretisch auch mal spielen, aber momentan erstens lade ich nebenbei hoch. Zweitens lade ich nebenbei runter. Und drittens wird das heute nichts. So, Forschung und Entwicklung mache ich wieder offscreen, wenn denn mal was ist. An- und Verkauf genauso. Aber hier könnten wir noch reingucken, denn wir haben 21 von 28 Vorteilen freigeschaltet, aber wir haben 5 Belohnungen zum Einsammeln, das machen wir auf jeden Fall. X, wo ist X? Da. So, Milchstraßen, Forschungsdaten, Mineralien, Verbrauchsobjekte, Take-Materialien und Credits. Sehr schön, beschleunigter Bergbau wäre hier noch freizuschalten. Das wäre... entwickeln einen besseren Bohrer, der Bedingungen hier reduziert den Zeitaufwand beim Sammeln von Mineralien. Ist jetzt noch nicht so wild. Warum ich jetzt gerade keine Knöpfe drücken kann, irritiert mich ein bisschen. Geht auch hier nicht. Hm, merkwürdig. Ansonsten reagiert alles. Naja. Ich lasse es erstmal so. Mal schauen. Vielleicht ergibt sich das wieder. So, Jagdgesellschaften erhalten regelmäßig organische Materialien. Wäre noch machbar. 15 mehr Credits, Ohren auf dem Boden, Waffen und Panzerung. Weißt du was, wir nehmen mal das hier. Okay. Handelsfreie Infrastruktur, Investitionen ab den Credits, Rohmaterialien. Ja, können wir alles nicht, aber wir können schon wieder Belohnungen einsammeln. Okay, nehmen wir mit. So. Okay. Warum ich auch immer nicht abweichen kann, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Vielleicht geht es ja bei Gesprächen oder sowas. Liam, hast du was zu sagen? Pathfinder. Hallo. Ich dachte, Sie sind Callow. Hab ihn um Navigationsdaten gebeten. Daten? Wofür? Um die Geißel zu kartografieren. Seit wir wissen, dass sie eine Waffe ist, hasse ich sie noch mehr. Geschaffen, um zu isolieren? Bleibt auch nach dem Krieg bestehen? Ich weiß, was das ist. Ein Minenfeld. Ich kann auch hier nicht. Ist merkwürdig. Ich werde nach... wahrscheinlich gleich nochmal neu laden nach der Folge oder sowas. Jetzt erstmal nicht. Sie sind abscheulich. Es reicht nämlich nicht, aufzupassen, wohin man tritt. Sie machen ein normales Leben unmöglich. Exakt. Langfristig geht es nur darum, die ganze Bevölkerung klein zu halten. Ich sag Ihnen was. Die Cat sind übel. Aber wer auch immer sich die Geißel ausgedacht hat, das sind richtige Arschlöcher. Das bestätige ich hiermit. So, weil, muss ja nicht sein. So, wir gehen aber erstmal E-Mails lesen, weil wegen ist so, bevor wir wieder welchen vorankommen oder vorausgehen. Das heißt, hierhin, E-Mails, mit Suvi reden wir gleich. So, ein Geschenk für Sie von Pibi. Hallo, ich habe eine Kleinigkeit in Ihrem Quartier hinterlassen. Hübsche Bude übrigens. Hat er nichts dagegen, dort mehr Zeit zu verbringen? Unauffälliger Hinweis. Sehr schön. Oh, hier geht's wieder.
Sehr schön. Von Drake. Hey Kleiner, Sie kennen doch feuerspuckende Dreschlunde des Todes? Ein Wahnsinnsspiel. Vetra hat mir irgendwie ein Exemplar besorgt. Treffen wir uns doch im Vortex auf einer Partie. Okay. Ich bin frei! Von Carrie Tevessa. Hallo Ryder, ich bin wieder draußen. Ihr Besuch hat die Dinger in Bewegung gebracht. Kommen Sie zu mir auf die Nexus. Dann erzähle ich Ihnen alles, was wenn Sie mir von der Reliktstadt erzählen, die Sie gefunden haben. Es wäre schön, ohne Gitterstäbe zwischen uns zu sehen. Das war die Reporterin von Cura. Wegen der Reliktstadt habe ich über meinen Rosengarten nachgedacht. Die Erde vorbereitet, Aussaat für die Zukunft und so weiter. Die Jardan haben also die Angara erschaffen. Aber mit welchem Ziel? Waren sie Teil eines größeren Plans? Waren sie ein vorbereitender Schritt für etwas anderes? Ich frage mich, ob die Jardan mit diesem Cluster vorhatten und wie wir hineinpassen. Danke für die Unterstützung. An Fehlerempfänger nicht gefunden. Weitergeleitung an Pathfinder Rider von Zui Wolfsburg. Hi Kello, ich probiere gerade ein neues automatisches Adresssystem aus, das sie mir empfohlen haben. Ich hoffe nur, es hat ihren Namen richtig verstanden. Ich wollte einfach nur etwas sagen. Danke, drückt nicht anders aus, was es mir bedeutet, diese Last mit jedem dann teilen zu können. Aber ich achte auf jeden einzelnen Credit. Stellen Sie sich schon mal auf einen hübschen Gewinn ein. Passen Sie da draußen auf sich auf, Zoe. Ups, ignorieren Sie das einfach hier einfach, Ryder. Ich kümmere mich darum, Kello. An Ryder von Liam. Ich rede über solche Sachen nicht, weil mein Mundwerk ein Idiot ist. Aber wir befinden uns jetzt in einer echt merkwürdigen Gefilden. Die Jordanen haben ein Volk erschaffen. Daheim in der Milchstraße standen wir kurz dafür, stabile Klone herzustellen. Aber das hier ist etwas anderes. Die Teile sind schon da. Wir müssen nur noch zusammengebaut werden. Ich grüble über künstliches Leben nach und dann denke ich an Sam. Ihr Vater hat auch eine Art von Leben erschaffen. Ich betrachte diese erstaunliche technische Errungenschaft und begreife nicht einmal im Ansatz. Und Sie haben das in Ihrem Kopf. Das ist was verdammt Besonderes. Ich bräuchte noch einen Grund dafür, einen Pathfinder für etwas anderes zu halten. Ich habe keine Ahnung, worauf ich hinaus will. Manchmal schreibt man einfach nur so. Stimmt's, Costa? Liam hat eine Liste von Medien hinzugefügt, die sich dem Thema Schöpfung beschäftigen. Dabei sind theologische Gespräche, wissenschaftliche Artikel über technologische Integration und ein Video von 1995, in dem eine KI über die Auswahl ihrer Fußbekleidung nachdenkt. Okay. Fakten über die Cat. Von Lexi. Hallo Ryder, ich habe mir einen Artikel über die Anatomie der Cat begonnen und ich dachte, einige meiner Entdeckungen könnten auch Sie interessieren. Cat haben 32 Knochen zum Vergleich. Erwachsene Menschen haben 206. Cat haben keine Fortpflanzungsorgane. Natürlich, die werden ja gezüchtet. Cats sind Zehngänger, genau wie Turianer oder Quarianer. Die knochenähnliche Panzerung ihrer Körper bedeckt besteht tatsächlich aus Knochen. Cat haben doppelt so viele Geschmacksknospen wie der Durchschnittsmensch. Okay. Verhaftung durchgeführt von Salin Waren. Hallo Ryder, ich dachte, es interessiert, vielleicht, dass wir Randlon verhaftet haben. Oder Lanton Rell, wie er sich auf Kedera nannte. Ihre Aktivitäten haben bei den anderen Verschwörern anscheinend in Panik aufgelöst. Oben Kelt, Neos Turn haben wir schon erwischt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir diesen Mistkerl Aiden dazu überreden, die anderen preiszugeben. Ich sage wir. Dabei schreibe ich, dass sie aus im Krankenhausbett mit dem Pfeil in der Hand, den sie aus mir herausoperiert haben. Die Ärzte wirken alle ziemlich verstört. Sobald die Wirkung der Medikamente nachlässt, werde ich mir mit Wonne echte Ruhe und echten Frieden genießen. Außer die Führung der Arche Passero benötigt einen Antiterror-Experten. Mit freundlichem Gruß. Ja, den kennen wir ja. Filmabendpläne, sehr schön. Von Lexi. Hallo Ryder, Lians Filmabend scheint jeden zu interessieren, vor allem Drake und Peeby. Wir sollten darüber reden. Vielleicht können wir einen medizinischen Notfall verhindern, bevor er eintritt. Lexi. Zurück oder über der Vorrede, das kennen wir. Okay, das heißt, wir haben hier einiges zu quatschen mit den Leuten. Bevor ich dann halt mit Suvi rede, werden wir erstmal alle anderen abfrühstücken. Reden wir mal mit Kello. Mann, was kann ich für Sie tun? Du hast nichts Neues, okay. Dann konzentrieren Sie sich mal wieder auf Ihre Arbeit. Sie wissen, wo Sie mich finden.
Und jetzt habe ich hier so wie das Gespräch hier so zwischendrin abgewürgt, aber naja, okay. Was soll's denn? Hey, Pipi. Ich versuche immer noch all das zu begreifen, was wir in der Reliktstadt herausgefunden haben. Es ist einfach unfassbar, dass die Angara erschaffen wurden. Welche Auswirkungen hat das? Naja. Es führt uns vor Augen, dass es noch so vieles gibt, was wir nicht wissen. Es lehrt uns Demut. Tja, ein Glück, dass ich hier bin, um Geheimnisse zu ergründen. Helios wird nämlich von Minute zu Minute interessanter. Wollen Sie noch über irgendwas reden, bevor wir uns wieder an die Arbeit machen? Erstmal nicht, danke. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Das Geschenk schaue ich mir natürlich noch an, das uns Pipi unten hinterlassen hat. So, da hinten ist niemand. Können wir eigentlich gleich machen, gehen wir direkt runter. Und hüpf. Okay, Geschenk. Da hinten. E-Mail-Terminal. Sam, hi Sam. Hallo Sarah. Ich habe über unsere Entdeckungen bezüglich der Angara in der Reliktstadt nachgedacht. Ich weiß, wer mich erschaffen hat und ich kenne meine Aufgabe. Und ich habe erlebt, wie es ist, das nicht zu wissen. Der Unterschied ist immens. Jetzt fischst du aber in ganz tiefem Wasser, Sam. Ganze Leben werden der Frage nach der Schöpfung gewidmet. Nach ihrer Bedeutung, falls es eine gibt, und ob es eine steuernde Kraft gab. Fragst du, ob es einen Gott gibt? KIs haben eine konkrete Antwort auf die Frage, warum sie existieren. Hätte ich keine, würde ich danach suchen. Das Interessante ist der schon immer hier? Ich glaube, den habe ich noch nie so gesehen. So, mehrere Perspektiven. Ist es verwirrend, an mehreren Orten zu sein und mit verschiedenen Leuten zu sprechen? Mein Bewusstsein lässt sich partitionieren. Ich kann Ihnen also dieselbe Aufmerksamkeit gewähren wie zum Beispiel einem Techniker im SEM-Kern. Im Einsatz sind Sie mein Primärfokus und alle anderen Anfragen kommen in eine Warteschlange. Umgangssprachlich haben Sie meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Das ist fein. Wie sieht's mit deinem Sinn für Humor aus, Sam? Alec Ryder hat mich ermutigt, diese Fähigkeit zu entwickeln. Humor ist keine Fähigkeit, sondern... Okay, erzähl mir einen Witz. Will ein Neutron in eine Disco, sagt der Türsteher, heute nur für geladene Gäste. Ich kann verstehen, warum der dir gesagt hat, dass du an deinem Humor noch arbeiten sollst. Also ich fand den gut. Haben wir noch welche? Wie läuft's mit den Witzen, Sam? Warum fressen Dreschlunde keine Komiker? Weil sie komisch schmecken. Okay, der war nicht so besonders. Wie läuft's mit den Witzen, Sam? Meine Algorithmen formen gerade einen neuen. Berechne den Kurs der Pointe. Das war kein Witz. Oh, natürlich. Wie läuft's mit den Witzen, Sam? Ich formuliere gerade einen neuen. Wie läuft's mit den Witzen, Sam? Ich formuliere gerade einen neuen. Ah, mehr kommt da nicht mehr. Okay. Aber wir haben ja hier noch... Wie hat Dad das mit Scott und mir beurteilt? Er hat geglaubt, dass die Familienkrisen sie näher zusammengebracht haben und hat gehofft, das würde so bleiben. Anscheinend war diese Hoffnung wohl begründet. Ein bisschen schon. Bist du noch auf der Hyperion? Ja. Dieses Terminal liefert eine direkte Verbindung zu meinen Servern im SEM-Kern auf der Arche. Ich kann eine Präsenz auf der Tempest mittels Quantenverknüpfungskommunikation aufrechterhalten. Quantenverknüpfung kennen wir aus Mass Effect 3. Im Prinzip sind das halt quasi quantenverschränkte Teilchen über die Quantentheorie. Ein Teilchen macht genau dasselbe, was das andere Teilchen auf der anderen Seite, egal wie weit es im Universum verstreut ist, macht. Heißt im Klartext, wenn ich hier auf den Knopf drücke, wird der Knopf gleichzeitig woanders gedrückt, wenn die Teilchen quantenverknüpft sind. Sehr praktisch, sehr teuer. Sagen wir mal rein hypothetisch, ich wäre an dem Tag krank gewesen, als der Quantenverstrickungskommunismus durchgenommen wurde. Durch verknüpfte subatomare Partikel lässt sich eine sichere Kommunikation ohne Zeitverzögerung über große Entfernungen einrichten. Sie gewährleistet meinen ständigen Kontakt mit Ihnen und dem Pathfinder-Team. Ja, sag ich ja. Danke, Sam. Das genügt.
Okay, das hätten wir. Das E-Mail-Thema haben wir. Hier, Haustier können wir untersuchen. Damit es dir auch gut geht, ne, kleine Mietzel? Ja, so. Und ich suche immer noch. Immer noch. Planeten-Holo? Achso, ja, okay. Die Lebensfähigkeit von allen Planeten ist auf jeden Fall gewährleistet. Das ist gut. Ich suche das, was Pipi mir hergestellt hat. War das Sam? Ne, hier. Geschenk. Musikgeschenk. Ein Schlummertrunk für dich. Meld dich, wenn du soweit bist. Dann wartet eine Überraschung, Pibi. Klingt gut. Pibi, die Überraschung kann kommen. Hey, du. Hey, komm zu mir. Oh nein, du gibst hier nicht die Befehle. Wessen Überraschung ist das denn? Das war auch mehr eine Bitte. Ich beschwere mich nicht. Ich hab selbst eine. Wie sind wir uns begegnet? Sagt dir die Asari-Verschmelzung was? Unsere Körper und Seelen verbinden sich, werden eins. Ich habe nie jemandem genug vertraut. Ich habe mir selbst nicht vertraut. Keine Sorge, bei mir bist du sicher. Ja. Sarah. Das ist unglaublich. Es ist so still. Wir sind eins. Das alles sind wir. Ich liebe dich. Was ich noch sagen wollte, ich weiß nicht, wieso du Nein gesagt hast, aber ich bin froh, ich respektiere das. Mit Bindungen bedeutet es viel mehr. Hier gehöre ich hin. Ja, ich hoffe, ich kriege damit kein Problem auf YouTube. Ich hatte ja erst kürzlich meine Kanalsperrung. Ich werde es wahrscheinlich, ja, muss ich mal gucken. Normalerweise macht das nichts. Ich hoffe, ja, ich werde halt keine Werbung bei dem Video schalten. Ich denke, Werbefreundlichkeit wird da nicht genommen. Sind ja nur virtuelle Figuren. Ich denke, YouTube wird darüber hinwegsehen. So, ansonsten, der Weg nach Hause ist weiter offen. War eine tolle Szene. Ja, Pibi hat Liebe gemacht mit uns. Das ist toll. Und war schön, muss man sagen. So eine Asari-Liebe macht schon Spaß für, mit den Bindungen und so weiter und so fort. Allerdings habt ihr gesehen in der Animation, dass Sarahs Kopf nur aufgesetzt war. Das war ein bisschen, naja, da hätte man dran schrauben müssen. Gerade bei so wichtigen Szenen. So. Okay, wir sind... Ich bin im Maschinenraum. Danke, da wollte ich gleich hin. Abendessen, Ganyenbraten, frisches Gemüse. Der Braten ist fast jeden Tag im Ofen in der Küche. Wehe, jemand macht die Ofentür auf, um nach ihm zu sehen. Drag. Kommentare. Wann ist es fertig? Riecht köstlich, Pibi. Nicht anfassen, habe ich gesagt. Der Saft muss erst richtig setzen. Schmeckt schon ziemlich gut, Pibi. Diebe kriegen trockenes Brot. Interessant, ja. Fundbüro, Kelios, Seifenoper, USD. USDS, okay. Sie bleiben verschwunden, bis sie aufhört, bei voller Lautstärke anzusehen, während ich ein Nickerchen mache. Vetra. Kommentare. Der Sternenclan ist keine Seifenoper, es handelt sich um ein historisches, preisgekröntes Extranet-Drama. Wie viele turianische Serien laufen schon mehr als 70 Staffeln lang? Kello. Salarianische Schauspieler altern viel schneller als turianische und unsere sind nicht so laut. Vetra.
das stimmt. Okay, auf jeden Fall, ja, war interessant. So, wir gehen mal hier lang. Heute ist mein freier Abend. Ich wollte nur mal nach Ihnen sehen. Was lesen Sie da? Harrys letzten Bericht über Scott. Er ist ein schwieriger Patient. Sie haben also nicht wirklich einen freien Abend. Eine vernünftige Work-Life-Balance war noch nie meine Stärke. Sie lieben eben Ihre Arbeit. Daran ist nichts falsch. Erzählen Sie das mal meinen Ex-Freunden. Wie schaffen Sie das? Wie schaffen Sie es, sowohl Sarah als auch der Pathfinder zu sein? Ehrlich gesagt vergesse ich diese ganze Pathfinder-Geschichte, wenn es um meine Freunde oder Familie geht. Oder PB? Ich weiß natürlich, dass ich Ihnen allen gegenüber eine Verantwortung habe, aber das ist nicht das, was mich ausmacht oder unsere Beziehung. Manchmal, und wirklich nur manchmal, entspringt Ihrem Dickschädel tatsächlich etwas Kluges. Oh, danke für das Kompliment. Moment mal, Sie psychoanalysieren mich. Immer. Aha. Und da rennt sie schnell weg hier. Ja, gut, ich denke, wir rennen auch schnell aus dieser Folge raus. Leute, danke fürs Einschalten. In der nächsten Folge geht's hier weiter. Und ja, war doch ein schönes Erlebnis heute. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschüss.